Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei den Mountain Farmers. Heute mit dabei der Michael, der Lenny, der Werner und der Paul. Einen wunderschönen, die Herren. Hallo. 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 So, Ducky ist leider immer noch nicht da. Nee, der wird auch, glaube ich, die nächsten zwei Folgen nicht da sein. Ja, ich ahne Schlimmes. Was machst du denn dann eigentlich die ganze Zeit? Also, hat er dir irgendwie eine Liste, eine To-Do-Liste geschrieben, oder? Des Nachbarn Feldermähen war ich hier. Ja, steht das auf der To-Do-Liste von Ducky, oder? Nee, aber er hat einfach mal so ganz provokant den Traktor mit Mähwerken da stehen gelassen, deswegen habe ich es einfach mal weitergemacht jetzt. Ah, okay, ja, er ist da manchmal, ne? Ein Schatz. Er ist ein Goldjunge, ich weiß, ja. Boah! Ja, hast du das gesehen? Was hast du denn gemacht? Das Landrun Drift. Ja, also so ein Weidemann, der kann schon mal auf zwei Reifen fahren, ne? Ja. Wenn man alles gibt. Wollte ich jetzt sagen. So. Mich wundert ja nicht, dass du keinen Akku mehr hast. Mich wundert nicht, warum er rückwärts weggeflogen ist. Ah. Wie ist das jetzt mit so einem Haus? Da ist ja eins. Ist doch da. Machst du das auch noch schön oder bleibt das so? Wieso? Sieht nicht schön aus. Weil hier nach hinten ist so eine Kante drinne. Warte mal, ich komm mal kurz. Ich hab's nicht genau gesehen. Weißt du, wenn Geld keine Rolle spielt, ne? Keine Rolex. Ja. Mhm. Einen Moment. Ich probier's mal. Ich muss jetzt den Honig retten. Den Honig retten. Ja, der ist gerade. Ach, anderes Thema. Ist gerade wieder durch die Gegend geglitscht, oder? Weggeflogen. Ah, oh, komm schon weiter, Mann. Das ist der gute Wurfhonig. Ah, so besser? Der gute Wurfhonig, ja. Ja, lass mal so. Das Spaß hat jetzt zumindest die Honigschleuder, ne? Schon ja, rum bist. Ja, das ist ja zweimal doppelt geschleudert, der Honig dann. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich hab schon wieder eine Honigwabe gefunden. Doppelt geschleuderter Honig in Panzergläsern. Schön. Was kostet das Glas Honig bei euch? So viel wie so ein Geschoss von dem Leopard H2. Nee, wie heißt die? Ach, keine Ahnung. So ein Panzerding. Ja, und was kostet so ein Geschoss von so einem Panzer? Ich hab keine Ahnung. Ich sag mal eine Menge. Eine kleine Menge. Kann man wahrscheinlich von den Urlaub fahren. Oder ein Audi e-tron kaufen, kannst du jetzt auch so. In der Tat, also ich war ja auch bei dem Verein mal eine Zeit lang und wir haben damals wirklich Raketen verschossen, die haben, ich weiß nicht, ob es noch Mark oder Euro waren, 140.000 waren es auf jeden Fall. Mark oder Euro weiß ich nicht mehr, aber ist wahrscheinlich auch egal, das ist eine Menge Geld. Ja. So, für einen Schuss. Ja. Ja, ich habe mich eingebaut. Was heißt für einen Schuss? Eine Rakete. Rakete kostet einmal Bumm machen. 1000. Aha. Ich glaube, es war ein Euro. Ja, selbst wenn es Bugs sind, ne? Es ist schon. Für eine Hausnummer. Ja, eine Hausnummer. Für einmal Bums ist. Schon schön, ja. Und vor allem sind wir dafür nach Kreta geflogen, um damit zu schießen. Warum auch nicht, ne? Also kann man sich so gönnen. Ich war in Kreta, da 140.000 Flocken auf den Tisch gehauen. Und das viermal hintereinander. Oha. Micha, unseren Kühen geht's ganz gut. Männer, kurze Frage. Nächstes Tier in 0,7 Jahren bedeutet, die sind geschlechtsreif oder wie? Reden wir jetzt von Kühen? Ja. Wie alt? Nächstes Tier in 0,7 Jahren. Meine Kühe sind alle 2 Jahre alt. Ja, du kannst ja die einzelnen Kühe anklicken, dann sagen die dir ganz genau, wie lange das noch dauert. Ja, 0,7 Jahre steht bei manchen. Ja, dann sind bei zweien, glaube ich, schwanger und dann dauert das jetzt noch 0,7. Genau, sind die trächtig und dann kommt das Kalb dann in 0,7 Jahren zur Welt. Ah, okay, das heißt, ab dem Zeitpunkt sollte ich dann auch anfangen, möglichst alles einzustreuen, ne? Das ist so die. Wir kriegen drei Kühe. Die Babykuh kommt quasi zur Welt und dann hast du so eine, das nennt sich glaube ich Trockenstellungszeit oder sowas. Was? Also das Kalb dann quasi von der Mutter entwöhnt wird. Das sind dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, in Seasons. Kommt immer drauf an, wie lange die Season läuft. Kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Eine Zeit lang und dann produzieren die weiter Milch
Und du hast eine neue Kuh. Also die neue Kuh hast du natürlich direkt, aber... Ja, okay. Wir kriegen 3 Kühe. Ja, ich frag nur, ob wann ich halt den Rest reinpacken soll, aber dann und passt es noch. Das bessere Futter musst du eigentlich erst ab da machen, wo sie Milch produzieren. Und das ist nicht direkt nach der Geburt, das ist ein Stück danach erst. Ja, alles gut, dann brauche ich aber mir gerade noch nicht Sorgen machen, dass ich hier zum Beispiel Klee oder Luzerne-Silage schnell mal besorgen muss. Und Uwe, wenn du die erste Impfung brauchst, kein Problem, kann ich machen. Okay. Von Uwe oder von dem Tier? Wo kann er sich aussuchen? ich rufe einen Profi, ne? Sag mal so, wenn ich schon mal das Antibiotika angerissen habe, weißt du dann. Ja. Ob Tier oder Menschen Antibiotika ist dann auch noch egal. Ja. Ich sag's dir. Ich müsste mal mir mit dem Micha schnappen. Wir sind gleich wieder da. Na toll. Ja. Klingt nach illegalen Preisabsprachen. Was sowas von. Bis gleich. So. Micha, ich habe ja einfach mal unkommentiert unseren, was heißt was denn? Striegel. Unseren Striegel verkauft. Hatten wir ja kurz vorher drüber gesprochen. Wir haben ja jetzt die 80.000. Wir haben ja eben doch gesprochen, wir haben ja relativ, naja, relativ viel, ist übertrieben, aber 2 Felder mit Zuckerrüben. Ne? Ihr seht es hier, liebe Leute, die 56, die 62. Und wir haben gesehen, man muss das Richtige wieder aktivieren, auf der 50 und auf der 37 gibt es auch Zuckerrüben. Die würden wir gerne noch kaufen. Wir hatten überlegt, die 59 gegenüber der 56, aber ihr seht da... 360.000, weil da hat die BGA mitzugehört. Das ist uns zu teuer, genauso wie das Feld hier mit den 60.000. Kann man so machen, aber wir haben gesagt, wir nehmen die 50 und die 37, ne? Ja. Soll ich die jetzt mal schon mal kaufen? Mach mal. Okay, so, warte. 1 gekauft, 2 gekauft. Dann haben wir die einfach schon mal. Die sind auch alle im gleichen Wachstumsstadium. Das heißt, es lohnt sich dann richtig schön für uns die Miete zu zahlen, ne? Genau. Perfekt. Was machen wir denn jetzt noch, Micha? Ich weiß nicht, ich habe jetzt unkommentiert mal den kompletten Mist in die BGA gefahren. Ja. Der hinten auf der Mistplatte lag. Genau. Ja, liebe Leute, falls ihr euch gefragt habt, was der Micha gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob man es gesehen hat. Wir hatten noch ein bisschen mehr Mist von den Bäumen hier hinten. Den haben wir ja letztes Mal angefangen. Das ist alles jetzt gedüngt und bewässert, unsere Plantage da hinten. Und wir hatten es einfach hier hingeschmissen, weil wir es in die BGA schmeißen können, aber der Hänger nicht akzeptiert wurde. Deswegen hat der Micha das Schippe für Schippe immer mal rübergefahren. Weil wir brauchten den Mist halt nicht. Ihn hier nur rumliegen zu haben, ist bescheuert. Also haben wir ihn in die BGA geschmissen für einen schmalen Taler. Wie sieht's aus? Ich habe eben geguckt, wir könnten hinter der BGA und links neben der BGA mähen. Wollen wir das noch einmal mähen und zu Heu machen? Können wir machen, ja. Ja. Ich hab Frontmäherwerk schon dran. Ja, haben wir einen Wender? Brauchen wir nicht. Das wird von selber zu Heu. Ach ja. Ja gut, was kann ich denn dann machen? Du überlegst zu lange, Micha. Dann haben wir nichts zu tun. Ja, wir haben nicht viel gerade. Ja. Wenn wir das zu Heu machen, das wird von selber zu Heu. Och, ich sehe gerade, auf welcher Wiese Werner unterwegs ist. Da werde ich nicht mitsammeln, Alter. Da habe ich schlechte Erinnerungen dran. Das ist alles schon gewachsen. Ich weiß halt nicht, ob das auch zu Heu wird, wenn wir schon schwaden. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Haben wir eine Mission? Negativ. Ja, sonst haben wir noch 20.000 Euro. Lass uns mal nach oben gehen. Wir fragen mal die anderen, ob die Hilfe brauchen. Genau. Guten Tag, die Herren. Oh Gott. Hallo, ich habe was gekauft. Nee. Was? Hat doch geleckt. Ja, ich hatte vorhin eben was verkauft. Unseren Striegel, den wir nicht brauchen. Ja, da würde ich auch eine Besprechung einleiten. Ja.
wichtige wirtschaftliche Entscheidungen getroffen. Habt ihr demokratisch abgestimmt, oder? Ja, ja, wir haben ja demokratisch abgestimmt. Brauchen wir ihn oder nicht? Naja, wir hatten ihn ja von Anfang an, aber du, wenn du auf die Karte mal guckst, du hast ja einfach nur überall so ein paar Mini-Punkte an Unkraut. Da lohnt es sich nicht, mit dem Striegel rüberzufahren. Ich habe auch zu Tage gesagt, wir schütten das Gift oben aus, es kommt von alleine unten an. Perfekt. Ja, gut. Müssen wir uns um nichts Gedanken machen. Ja, so ähnlich lief das bei uns auch, nur ich habe mich hier gesagt, wir hauen einfach weiterhin Dünger drauf und lassen Unkraut sein. Ne? Aber oh, der ignorante Uwe ist heute unterwegs. Ne, was heißt denn ignorant? Das nennt man Bio-Landwirtschaft. Wo hast du das denn gelesen? In welchem Frauenmagazin? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt einfach mal rausgehauen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich also, sag's dir. Wenn irgendeine Uni noch einen Professor für Biolandwirtschaft hat, fragen Uwe. Ich melde mich freiwillig. Ah, Professor, Alter. Professor Uwe ist aber auch ein schöner Name. Aber nur, wenn ich Professorstatus kriege, nicht nur so einen Dozentenstatus, ja, genau. Ne? Professor Dr. Uwe? Ja. Ja, den Doktor muss ich ja selber machen. Zum Professor wirst du ja ernannt. Ach so. Du wirst eher von Ehrendoktor, ist kein Problem. Ja gut, Ehrendoktor nehme ich auch. Professor Doktor, das klingt super. Professor Dr. Uwe Neumann ist doch perfekt, oder? Ja, ich sag's so, ich. Halte ich für schwierig. Ich hab mal einen Videotitel. Ich auch. So, Spaß beiseite, ich suche Arbeit. Micha, du stehst hier immer noch. Gras einsammeln. Nee, ich habe eben schon zu Micha gesehen, als ich gesehen habe, auf welchem Feld Werner und jetzt Paul unterwegs ist. Das Feld nehme ich nicht. Das andere am Hof ist auch fertig. Also wenn du willst, kannst du auch gern mähen, dann hol ich mir den Ladewagen und sammel bei den Gras, wie du möchtest. Ich nehme den Ladewagen, aber ich würde gerne deinen Schlepper dafür nehmen. Okay, dann hänge ich mal. Das wäre super, es tut mir leid. Ich habe dir jetzt auch nicht den Johnny mitgebracht. Uwe. Wie bitte? Was? Kannst auch meinen Schlepper haben dafür. Nee, ich fahre hier schön Deutz Power. Warte doch mal. Das ist schon wegs erst der. Ich dachte, abmachen. Entschuldigung, ich dachte, das. Willst du euch Honig machen? Ich bin gerade fertig geworden. Ach, okay. Das Ganze. Aber ich hatte keinen. Glaube ich. Nee, das klemmt da noch dran. Drück mal Q. Ich dachte, ich könnte daran Uwe abtreten. Was könnte so, du an Uwe abtreten? Was? Ich hab meinen Namen gehört. Kannst du ja jetzt selber fahren, oder? Ich kann auch selber fahren, ja. Gut. Ja. Was wolltest du an mich abtreten? Darfst du auch schwaden, ich wollte nur Arbeit verteilen. Mhm. Arbeit abgeben, die er selber nicht machen will. Welche Arbeit wäre das? Honig machen oder was? Nee. Gras einsammeln. Ja, nee, ich bring das einfach zu uns nach oben, ne? Kannst du machen, aber ich krieg's Geld dafür. Die Überweisung fit. Nee, das steht doch dran zu verschenken. Ja, Werner hat doch das Schild aufgestellt, das habe ich doch gesehen schon vorhin. Werner hat das Schild aufgestellt. Er hat gar keine Berechtigung, hier Schilder aufzustellen. Das weiß ich doch nicht. Er hat nur hingeschrieben, ich habe keinen Bock auf den Scheiß Gras zu verschenken. Also. Er ist auch gemutet. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Er sieht gerade nicht. Es fehlt die Reaktion, das ist langweilig. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe gerade mit mir selber eine Diskussion geführt, deswegen. Ja, aber uns im Hintergrund gehört. Das ist aber schwierig, oder? War harte Verhandlungen. Okay. Kann ich mir vorstellen. Aber man muss auch mal produktive Gespräche führen, weißt du? Ach so, mal mit kompetenten Leuten reden. Bitte? Mal mit kompetenten Leuten reden. Natürlich. Mach's mir aber manchmal auch selber nicht einfach. Du, Einsicht ist ja der erste Weg zur Besserung und so, hab oder? Hab ich auch schon gehört, ja. Ah, da ist mir nichts frei. Na toll. Du hättest auch bei der Kreuzung gerade ausfahren können, statt rechts abbiegen, dann wärst du genau auf der Wiese gekommen. Aber egal. Ja, ich wollte erstmal kurz den Stift gucken lassen, wenn ich hier halb wieder eure Piste runterrutsche. Was wolltest du machen? Ich hab's auch nicht so verstanden. Erklär nochmal. Nee, das erkläre ich nicht. Der Angsthase. Also du kennst das bestimmt, Lenny. Ich habe noch nie Angst gehabt. Mhm. Ich auch nicht. Außer heute vor meinem Corona-Test. Sonst alles gut. Oh echt? Warst du heute hin? Was? Was? Ich hab drei Leute gleichzeitig gesprochen. Ich hab nichts verstanden jetzt. Ob du einen machen musstest? Ja. Musstest du jetzt die ganze Bevölkerung oder hast du einen speziellen Grund? Ich muss erstmal mit dem kleinen Penis müssen hin. Alter. Ey, wir machen hier auch Kinderfernsehen. Also so ähnlich. Nee, müssen nicht die ganze Bevölkerung. Nee. Ah, okay. Weißt du nur, wenn du Anzeichen hast oder irgendwie Schnupfen oder so, oder? Ja, oder wenn du irgendwie
betroffen bist. Im näheren Umfeld jemanden hast. Die und wann gibt es dann die Ergebnisse? Ich habe tatsächlich einen Express-Test gemacht, aber 2 Stunden später war das Ergebnis da. Ah, okay. So was geht. Ich musste einen machen, das war im März, glaube ich, oder sowas, oder April. Das hat noch ewig gedauert. Ich habe 4 oder 5 Tage auf den Test gewartet. Ja, mittlerweile sind sie da relativ fix bei uns. Und solange darfst du ja nichts machen, ne? Also musst du zu Hause bleiben und so. Hab ich von gehört. Ja, dann hätte ich auch lieber den 2-Stunden-Test genommen. Ja, das gab's damals noch nicht zur Option. Ja, gewusst wie, Lenny, gewusst wie. Aber ich würde sagen, damit sind wir für heute erstmal am Ende. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns am Dienstag zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.